Was ist denn los? Sagt der DJ Nick. Willkommen bei Big Ambitions. Ja, wir lassen sie etwas laufen, wo ich gerade sehe, dass wir Hunger haben. Eieiei, habe ich wieder vergessen zu essen. Furchtbar. Es ist die letzte Sendung Big Ambitions. Ja, meine Freunde, es ist die letzte Sendung Big Ambitions, bevor es in den Urlaub geht. Ja, jetzt wollte ich ein bisschen schocken. Hat euch wahrscheinlich überhaupt nicht geschockt, aber ich wollte euch ein bisschen schocken. Nein, es geht natürlich weiter. Ich bin leider, muss ich ganz ehrlich gestehen, nicht mehr dazu gekommen, etwas vorzuproduzieren. Das mache ich meistens, wenn ich in den Urlaub gehe, damit ich ein bisschen was im Repertoire habe und ein bisschen was online stellen kann. Leider hat es diesmal nicht geklappt. Es gibt, während ich im Urlaub bin, ab Donnerstag ein bisschen eingeschränktes Programm, so zwei, drei Sachen habe ich. Big Ambitions habe ich leider nicht geschafft und deswegen tut es mir wahnsinnig leid. Ihr müsst ein paar Tage auf Big Ambitions verzichten, aber es gibt ja bei Kanal 4000 ein riesengroßes Archiv. Schaut euch andere Sendungen an oder schaut euch einfach andere Projekte an. Es ist so viel, es macht so viel Spaß. Und dafür gibt es aber auch ein kleines Zuckerl. Nach dem Urlaub gibt es ein neues Projekt. Jawohl, kann ich jetzt schon. Eigentlich zwei neue Projekte, aber vom zweiten will ich noch nicht reden. Ein neues Projekt gibt es sicher. Und will ich das jetzt verraten? Nein, das will ich eigentlich nicht verraten. Es hat was mit Eisenbahn zu tun. So, mehr sage ich jetzt gar nicht. Und den Rest müsst ihr euch denken, drauf warten, abonnieren, wenn ihr neugierig seid. Danke übrigens für all die Abos, die kommen und für die Unterstützung und so weiter und so weiter. Also es hat mich wahnsinnig gefreut. So, jetzt aber nicht so lange rumratschen. Die letzte Sendung vom Urlaub wollen wir natürlich noch ausfüllen mit Tätigkeiten. Unter anderem sind wir jetzt hier in unserem Juwelier und ich weiß, warum wir noch da sind. Wir müssen hier mal unsere Regale füllen. Jetzt bin ich gerade mal am Studieren. Wie viel haben wir denn da? Da gibt es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, dann. Nein, was machst du denn? Wo läufst du denn hin? Ich hab nicht gesagt, lauf irgendwo hin. So, also 6 gibt es. Wir haben 6 rein. Dann machen wir das jetzt ganz einfach. Folgendes. Und da ich mir nicht merken kann, meistens fangen wir oben an. Also Artfisch-Telefon. 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 Es ist scheißegal, wo hier was steht. Glaubt mir's. So, als nächstes. Sag mal, kannst du. Da geht ihr immer weg. Artfisch Telefon. Sanaman Telefon. Sanaman Telefon. Sanaman Telefon. Nummer 3. Sanaman Smartwatch. Ja. Nein, nicht Artfisch. Sanaman Smartwatch. Dann haben wir hier Nummer 4, Smart Watch. Artifish, bitte auf den Namen gucken. So, dann haben wir also hier innen die Smartwatches, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Dann, wobei die Kopfhörer gingen immer am besten, gell? Aber es ist, glaube ich, völlig wurscht. So, dann haben wir hier die Noise Boss Kopfhörer. Hier haben wir die Noise Boss Kopfhörer und hier haben wir auch die Noise Boss. Und zu guter Letzt haben wir hier dann die Rhythm by Tree Kopfhörer. Okay. Rhythm by Tree Kopfhörer. Wahnsinn, benannt nach by Tree. Kennt ihr doch den berühmten Rapper oder so, ne? Okay, dann haben wir das und Papiertüten. Gut, das war mal das. Also, dann gehen wir mal raus, weil jetzt kann ich langsam die ganzen Schilder nicht mehr sehen. Das war Elektro Hell's Kitchen, war das. Und da haben wir noch keine Leute. So, dann machen wir hier mal ein. Die Arbeitsstunden haben wir schon eingestellt. Und jetzt, wie immer, man möchte es kaum glauben, wir warten aufs Personal. Jetzt habt ihr gesagt, es fehlen uns noch die Reinigungen, gell? Ich soll die Reinigungskräfte trotzdem einstellen? Beziehungsweise, nee, halt, zuerst das andere, das ist unser Supermarkt in Murray. Ihr habt gesagt, euer Tipp war, trotzdem aufmachen, auch wenn wir keine Reinigungsstation haben.
Ist natürlich mutig, gell? Weil da kommen die Leute nicht. Andererseits würden wir heute das Geld verdienen. Also ist es wirklich die Frage. So, jetzt ist die Frage, wann sind die Reinigungskräfte fertig? Und wir sehen hier 31%, 42%, das sind die ersten, die fertig werden. Es würde also noch 6 Tage dauern. Nee, 5 Tage, sagen wir mal. 5 Tage, bis die Reinigungskräfte komplett ausgebildet sind. Wollen wir den Laden 5 Tage ungeputzt lassen? Ich eigentlich nicht. Ich meine, so wichtig ist mir das Geld nicht, aber da habe ich echt Bauchschmerzen damit. Ohne Schmarrn. Da habe ich echt Bauchschmerzen. Und unser Friseur, da müssen wir sowieso warten. Es ist die Frage, ob wir nicht doch länger aufhaben wollen. Ja, also man sieht ja schon, wir brauchen da wahnsinnig viel Leid. Das haben wir ja schon festgestellt. Und wenn wir natürlich noch eine Schicht mehr machen, brauchen wir noch viel mehr Leid. Ich würde das einfach nach und nach machen. Seid mir nicht böse. Ich muss nicht auf einen Batzen sofort alle einstellen, sondern ich würde das echt, ich würde das ein bisschen nachreichen. Wir stellen erstmal die anteilen, die auf zwischen Waschen und Hairstylist und dann suchen wir uns halt nochmal welche, wenn es ist. Es ist natürlich das Argument, dass wir vielleicht noch einen Hairstylistenladen aufmachen wollen, lasse ich durchaus gelten. Das wäre zu überlegen, aber im Moment würde ich es jetzt einfach mal so machen und ja, würde es jetzt einfach mal lassen. Das Blöde ist, dass wir halt echt immer wieder auf Leute warten und deswegen ist es jetzt wahrscheinlich wirklich trotzdem am gescheitsten. So, doch haben wir jetzt schon die ersten Kundendienste, die werden jetzt dann fertig. Die Sicherheitsbeamte, Reinigung, da haben wir dann schon die nächsten Kundendienstler. 32%, das sind die Hairstylisten. Eigentlich müsste man schon wieder Kundendienst. Ich meine, wir wollen ja die Läden aufmachen. Ne? Also eigentlich brauchen wir nur viel mehr pa Personal. Und jetzt schauen wir mal, haben wir überhaupt noch Kundendienstler da? Ja, haben wir schon nur 22. Okay. Die Reinigungskräfte sind immer die günstigsten. Nee, warte mal, machen wir es nach Haupt. Kundendienst, da haben wir es. Ja, mit 5%. Gut, zwischen 18 und $20, da werde ich echt warm damit. Wir haben immer gesagt, so 12 Leute, ne? Ist immer so der Schnitt. Dann machen wir es jetzt tatsächlich so. Kundendienste, so, gehen wir mal los. Also, einmal, zweimal, dreimal, viermal, mal, sechsmal. Nur Vollzeit 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, 13, 14, 15, 16. Steht. Er hat nichts zu tun. Übrigens freut mich sehr, dass ich euch helfen konnte. Schaut meine Tippsendungen an. Dann wisst ihr es, dann sage ich euch nicht, wie es jetzt geht. Genau. Kann die alle mit einem Klick markieren. Gell? Ist cool. Wäre ich ja blöd, wenn ich es euch jetzt erkläre, dann schaut ihr ja meine Tippsendung nicht an. Ne? Also es ist wer großer Schmarrn. So, dann. Personalleiter, dann weisen wir die Leute jetzt auch noch zu. Füllen hier die Curtis Bondi. Füllen. Und ich weiß nicht, brauchen die eigentlich alle nur Versicherung, oder? Die haben alle noch gar keine Versicherung. Genau, weil die müssen ja. Es hat uns nie wieder irgendeiner nach einer Versicherung gefragt. Wie macht ihr das? Lasst ihr die jetzt eigentlich weg? Diese Krankenversicherungen. Wir haben ja, müssen wir das machen? Da bin ich mir jetzt direkt unschlüssig. Hinweisausweis lange mal günstig. Krankenversicherung für diesen Leiter. Kontaktiere das Krankenhaus um einen Plan. Ja, das war mir klar. Da kriegen wir diese Krankenversicherung. Können wir das Krankenhaus, es ist eine ganz eine wichtige Frage eigentlich, gell? Haben wir das irgendwo auf unserer Liste? Eigentlich müsste ich da irgendwann doch schon mal angerufen haben.
Aber ich sehe das gar nicht. Dann, wisst ihr was, machen wir mal einen kurzen Abstecher. Machen wir mal einen kurzen Abstecher ins Krankenhaus. Das ist wo? Ich kann mich noch irgendwo entsinnen. Hier irgendwo. Mal das Krankenhaus. Zack. Das ist natürlich. Ach, diese Filter sind totaler Mist. Entschuldigung, dass ich da so deutlich wäre, aber jetzt wird es echt langsam Zeit für den Patch. Übrigens ist jetzt wieder ein Patch für den Patch für ein Spiel, das im Early Access ist rausgekommen. Ein Patch für den Patch, ja, ihr möchtet es kaum glauben. So. Irgendwo war da, ich glaube hier, das extra Zimmer, oder? Nee. Ah, ich weiß nicht mehr, wie das gegangen ist. Wahnsinn, das habe ich schon so lange nicht mehr gemacht. Irgendwo, doch, irgendwo ging das, das dann als Behandlungszimmer. Aber ich glaube, irgendwo war doch der Typ. Hier, da sind Lagerräume. Das könnte der gewesen sein. Hier. So. Starte eine neue Partnerschaft. Genau. Satten. Gold. Akzeptieren. Ich mache das jetzt. Weil ich sonst ein bisschen Angst habe. Also da freue ich mich auf einen Kommentar, weil ich sonst ein bisschen Angst habe, dass die Leute nicht ersetzen, wenn die krank sind. So, das war's auch schon. Hat wenigstens das Krankenhaus auch eine Daseinsberechtigung, auch dass wir hierher kommen, wenn wir mal tot umkippen. Krankenversicherungsmanager, den hatten wir doch, das Zeichen habe ich schon mal irgendwo gesehen. Aber gut, okay. War ja jetzt nicht unsinnig. Sind wir ein Stück weiter? Sehr schön. Ja, dann geht es jetzt mal wieder nur darum, dass unsere Leute fertig werden mit der Ausbildung. So, hier haben wir die neuen Personalleiter, die 83, 84%, die werden wir jetzt dann alle einstellen. Da warte ich jetzt nicht nochmal drauf. Und auch hier haben wir Kundendienstler, sehr interessant. Moment mal, hier haben wir einen Great House. Jewel Great House, ein geiler Name. Mit 91%, achso, die sind alle in der Ausbildung. Die können wir dann, wenn die jetzt fertig sind, können wir einiges an Personal einteilen. Das ist super. Ja, und dann fehlt uns eigentlich nur noch die Reinigungskraft. Hey, das ist immer, ja, es ist die Frage, gell. Dreckert werden lassen oder nicht? Sagt euch gleich das Licht. Ja, das ist die Frage, die große. Aber dann können wir leider mal wieder nichts anderes tun, als uns auf den Heimweg machen. Steht irgendwo ein Roller rum. Ich hab Bock zum Rollerfahren. Bock nicht beim Taxi fahren. Kostet zu viel. Wo sind wir denn eigentlich? Ach, hier sind wir. Okay. Ah, das ist schon ganz schön eine Meile zu laufen. Also ein Roller wäre schon ziemlich cool. Da bin ich. Wieso liegen eigentlich die Leute hier immer wackelt mit der Flasche hier? Was ist denn? New York. Also. Nee, das ist schon traurig. Ist schon traurig, was hier abgeht mit New York. Da ist ein Roller. Ja, komm. Machen wir Roller, oder? Ja, du her, ein 20er. Komm, das ist cool. Boah. Ah, das geht doch recht zügig. Und wir machen das, wie das alle Jugendlichen so machen, gell? Ja, quer durch. Scheißegal. Können wir eigentlich irgendwie einen Unfall bauen? Wüsste man nicht. Habe ich noch nie. Werden wir gleich sehen. Halt. Ha. Gut.
Sehr gut, dass ich es gesehen habe. Nächste Station. Unser neues Personalbüro. 50 Mitarbeiter passen rein, oder? Da bin ich gespannt. Alles klar, gleich los, zack, anrufen. Das macht aber, glaube ich, nicht der Bahu, oder? Wer macht jetzt das? Innenausstatter für Büro. Das, glaube ich, macht der andere. Der macht das, glaube ich. Ach so, nee, der macht Wohnungen. Was haben wir denn? Was haben wir denn hier für eine Adresse? Personalbüro ist, das neue Personalbüro ist 7. Straße 4. Okay, dann ist es der nicht, dann ist es doch der Bahut, oder? Lagerbekleidung. Oh Mann, das ist immer das, wenn man so selten macht. Lager Elektro. Der macht das auch nicht. Ich weiß, es gibt nur einen dritten. Nö, danke fürs Gespräch. Marketing, Innenausbau. Kingdom Office, das ist er. Ich sag dir eigentlich alles, gell? Hier, Personalbüro, Installationstag wählen. Eigentlich haben wir überhaupt kein Pfennig Geld. Gut, wir haben 7 Millionen, aber okay, modern kostet 600.000. Wann hätten wir es schon eingerichtet? Hauen die uns da wirklich 50 Arbeitsplätze rein? Und zwar voll ausgestattet mit allem, was wir brauchen. Das machen wir jetzt. Damit wir auch morgen noch was zu tun haben, weil da bin ich echt gespannt. Okay, Roller, weiter geht's. Wir fahren heim, wir müssen was essen. Irgendwie ist das so lässig. Oh, Entschuldigung, hab ich Taxi dünner gefahren. So, gut. Gibt's noch was zu tun? Ja, Mary Hill haben wir uns schon angeschaut. Da warten wir auf die Hairdresser. Supermarkt Mary Hill, da warten wir aufs Reinigungspersonal. Grütze fix, wir warten immer auf irgendwas. Naja, ich weiß, du hast Hunger. Okay, dann gehen wir jetzt erst einmal home. Und dann können wir endlich, wenn der Supermarkt auf ist, können wir in unserem eigenen Supermarkt einkaufen. Hurra! Mit der Zeit. Und das kostet nicht einmal was. Ist das nicht lässig? So. Lieferungen. Fürs Elektrogeschäft. Jetzt überlege ich gerade mal. Den Elektroladen, naja, da haben wir auch keine Reinigungspersonal. Der Kruzifix. Habe ich wieder das Reinigungspersonal zu spät eingestellt? Sollten wir vielleicht da auch noch welche einstellen? Reinigung, die sind auf 31%. 42%. Eieiei, das dauert wieder. Das heißt also, wenn man jetzt wieder welche mit 5, 6%. Würde das bedeuten, 4 Tage später sind die dann erst fertig mit der Ding, mit der Ausbildung. Eigentlich muss man das auch gleich machen. Haben wir noch Reinigungskräfte? Auslieferungsfahrer, Hairstylisten, Sicherheitsmann. Haben wir nicht mehr. Das haben wir mal fast gedacht. Doch, 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 doch. Da haben wir noch ein paar. Okay. Komm. Eins, zwei, drei, fünf, sechs, sieben, acht, Teilzeit, neun, zehn, elf, zwölf. Ich muss ja haben. Irgendwann haben wir vor lauter pa Personal kein Geld mehr. So, jetzt haben wir die auch noch eingestellt. Ja, jetzt wird's echt, jetzt wird's echt, jetzt wird's echt krass.
Keine Aufgabe. Da haben wir es. So. Und dann teilen wir euch die jetzt noch dem letzten Personalleiter zu. Dann schaut er eh zappenduster aus. So, dann haben wir noch 25. Also, puh. 100, 200, 300, 50, 375 Mitarbeiter haben wir mittlerweile. Wow. Und ich konnte mir nur sagen, gell, wisst ihr es noch? Mit $20.000 und nichts in der Tasche haben wir angefangen. Das sind noch Zeiten. So, okay. Essen. Nicht vergessen, wir wollen essen. Und so, Moment, mir kommt noch was. Ah ja, genau. Ha. Holt mir gerade ein. Ihr habt vollkommen recht. Vollkommen recht. Leute, da habt ihr vollkommen recht. Ein DJ. Ihr werdet schon wissen, was ich sagen will. Ein DJ braucht auf alle Fälle zu Hause ein DJ-Pult. Das ist ja wohl völlig logisch. Die Frage ist nur, wo kriegt man es her? Rufen wir mal einen Patterson an, der hat doch immer alles. Völlig klar. Ein DJ braucht einen DJ-Pult. Ja, freilich, DJ-Deck, das ist ja voll völlig klar. Und weil es gerade so schön ist, ich höre nämlich hier nichts. Stellen wir jetzt mal klassische Lautsprecher, zu groß, ja logisch, zwei Stück. Das ist aber völlig klar. Wir bestellen eine Standard-Tanzfläche. Ist ja wohl auch völlig klar. Ja, also wir müssen schon privat einmal was mit unserem Geld anfangen. Das ist doch logisch. Wir bestellen, das hat wahrscheinlich überhaupt gar keinen Sinn. Das macht aber nichts. Wir bestellen eine Sicherheitskamera für zu Hause. Ich wollte das jetzt schon. Bühnenlichter. Nein, übertreiben wollen wir es jetzt nicht. Also Bühnenlichter dann nicht, aber ja, und ein Dancefloor und ein Mikro und das ist doch geil. Und Telefon haben wir, glaube ich, auch keins daheim, oder? Dann bestellen wir noch, wo ist denn ein Telefon? Hier, Bürotelefon. Bestellen wir auch noch, falls wir mal rumtelefonieren müssen. Zu Hause. Machen wir eigentlich alles mit dem Handy, aber es macht nichts. So, Adresse wählen. Ich sag bloß, wir können das nicht nach Hause liefern lassen. Das muss doch gehen, oder? Wo ist denn unser Zuhause? Da ist wieder vergessen. Doch, 6th Avenue 26, das ist unser Zuhause, oder? Mist. Riskier es jetzt? Ist wohl Geld. Ist wurscht. Liefert es mir morgen. 6th Avenue 26, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Oder? Wo sind wir denn hier? 6th Avenue 26, gell? Ich hab's doch gewusst. Stimmt schon. Langsam kann ich es mir doch merken. Gut, okay. Also, haben wir ein paar schöne Produkte für zu Hause. Da kommt hier, dann kommt einmal der kreislige Stuhl da weg, diese alten Stühle hier. Pack den einmal ein hier, diese Altherrenstühle. Logisch, wir müssen jetzt ein bisschen was machen hier. Das ist ja furchtbar. Dann kommen die Tische jetzt auch auf die Seite. Na, halt, vielleicht nicht mit dem Weg. Ja, spinne jetzt. Ja, stell den doch hin. Wir richten uns jetzt mal die Bude ein bisschen moderner hier ein. Ein bisschen zumindest. So, kommt es dahin, Sideboard, kann man irgendwas abstellen, die Karton auch. Das bleibt jetzt erst einmal so. Die Gaming Station bleibt auch da. Und dann kommt hier noch ein bisschen DJ-Man und zwar Boxen. Ja, überhaupt keine Musik, haben wir hier keine. Doch, haben wir schon. Okay, haben wir schon, weiß ich aber nicht. Passt schon. Können wir uns da eigentlich einen Kaffee machen? Nämlich gelesen, dass man
Ich habe nämlich gelesen, dass man Kaffee geht nicht. Macht nichts. So, okay. So viel können wir ja überhaupt gar nicht mehr machen, wenn wir hier eigentlich immer auf Vollgas sind. Aber es macht ja nichts. Wir müssen jetzt noch schnell warten. Das machen wir natürlich in dieser Sendung noch. Bis die Ausbildungen fertig sind. So. 3 Stunden reicht. So, jetzt ja. Wunderbar. Alles klar. Schauen wir uns das einmal an. Nein, hier. So. Personalleiter, super. Meine, der Witz ist jetzt, durch das, dass wir die nicht brauchen jetzt gerade, könnten wir die eigentlich jetzt auch noch einen Tag in die Ausbildung schicken, oder? Weil es dann wirklich wurscht ist, dann hinken die nämlich nicht so hinterher. Meine, ich könnte die jetzt ins Personalbüro sitzen, da haben die aber keine Arbeit. Das macht ja eigentlich gar keinen Sinn. So, die Kundendienstler lassen wir jetzt einmal übrig. Die sind alle fertig. Oh, die sind wirklich alle fertig. Sehr schön. Die Reinigung. Ja, die müssen jetzt alle einzeln anklicken. Okay, das machen wir nicht. Machen wir jetzt anders. Moment. So, wo fehlen uns jetzt noch Kundendienstler? Also. Es war im Supermarkt, hat noch was gefällt. Damit fangen wir jetzt an. Supermarkt. Zeitplan. Jawohl, da haben uns noch 2 gefehlt. Dann ist da voll. Genau. Supermarkt. Supermarkt Murray Hill. Wo sind jetzt die wieder? Hier. Einmal, zweimal. Bitte. Unternehmen festlegen. Supermarkt. Murray Hill. Gut, die Timer auch gleich ein, weil sonst vergiss ich nämlich wieder. Will ich nicht. Wir machen alles ordnungsgemäß. So, wo seid ihr zwei? Da haben wir es. Damon McLeod. McLeod. Ist nicht der Highlander so, McLeod? Connor McLeod hieß der doch. So, okay, wunderbar. Passt. Bleibt man eigentlich nur noch Reinigung und könnte man aufmachen. Das ist, weil, Ding ist ja schon da. Aber 6 Tage nicht reinigen in einem Supermarkt ist unglücklich. Das schauen wir jetzt gleich nochmal. Das vertagen wir jetzt erst. So, dann Supermarkt. Dann. Was ist denn da für? Äpfel sind ausgegangen. Oh, gibt es hier nicht zu kaufen im Moment? Was ist denn das? Also das Marketing reicht aber, ich meine, der Laden ist ja brechend voll. Und Sauberkeit haben wir jetzt auch wieder 93%, das kann es eigentlich nicht sein. Warte mal. Inventar, da. Äpfel. 352. Ist ein bisschen wenig. Okay. Nein. Zack. Logistikmanager. Lager Lebensmittel. Town 1200. Da. Kann nicht sein. Stimmt irgendwas nicht. Sind halt ausgegangen. Ja, aber die werden ja wieder geliefert. Haben die heute halt die ganze Pritsche leer gekauft? Okay, finde ich jetzt nicht so schlimm. Passt schon. Muss uns also nicht kratzen. So, wir waren. Wir brauchen, wir wollen, wir brauchen, wir brauchen. Southside Club, eine benannte geschmutzig, muss gereinigt werden. Hat sich, glaube ich, auch schon wieder erledigt. Da sind wir wieder bei 93%.
To Mary Hill, das geht alles. Herr Mary Hill, Electro Hell's Kitchen. Da wollte ich eigentlich hin. So. Genau, da haben wir noch überhaupt gar keine Leute. Da brauchen wir... Eins, zwei, drei, sechs Leute. Ach, fangen wir jetzt mal mit sechs Leute an. Sechs Leute... im Electro Hell's Kitchen. Dienst? Da haben wir. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sechsmal. Hell's Kitchen. Electro Hell's Kitchen. Jawohl. Was stimmt da nicht? Jetzt stimmt's. 49 Stunden. Genau, hartes Brot muss hier verdient werden. Aber damit konnte ich mich jetzt nicht mehr aufhalten. So. Wunderbar. Da braucht man natürlich auf alle Fälle Sicherheitspersonal. Die Frage ist nur, wie viel. Jetzt haben wir aber noch nicht fertig. So, wer braucht jetzt noch Kundendienstler? Herr Mary Hill, die brauchen auch Kundendienstler. Und zwar, wie viel? Die haben zwei Registrierkassen. Naja, es ist halt jetzt eben die Frage, wie viel, wie lange wir aufmachen. Mann. Dienstler, da waren noch welche übrig. Hier. Da haben wir nur zwei. Mehr haben wir im Moment eh nicht übrig. Sicherheitsmänner, Sicherheitsmann. Genau. Okay, dann Unternehmen festlegen, kommt ihr ins Herr Mary Hill. Dann seid ihr schon mal aufgerammt. Und besetzt hier mal imaginär die erste Kasse, bevor es da ist. Ja, da müssen wir natürlich auch noch die Bestellungen dann losschicken, das ist klar. Wissen wir, kommt. Ich bin sehr gespannt, muss ich ganz ehrlich sagen, sehr gespannt, was wir damit umsetzen können. So, die restlichen... Kurze Kontrolle, jawohl, die restlichen gehen alle in die Ausbildung. Personalleiter bilden wir auch noch aus. 86 Mitarbeiter allein nur in der Ausbildung, das ist schon wirklich krass. Das nennt man ein großes Unternehmen, oder? Kann man so sagen. Gut, okay, dann denke ich, haben wir mal für alles gesorgt. Es gilt mal wieder drauf zu warten. Und wenn wir dann die nächsten Personalleute eingestellt haben, kümmern wir uns um ein weiteres Personal. Da würde ich jetzt nur noch gerne nachschauen, wie es mit unseren Headhunter ausschaut. Also Sicherheitsleute brauchen wir im Moment nicht. Ich glaube, da haben wir genug umgestellt. Auslieferungsfahrer brauchen wir auch keine mehr. Was machen denn unsere Headhunter gerade? Sicherheitsmann, Hairstylisten, Auslieferungsfahrer. Braucht kein Mensch mehr. Dann nehmen wir wieder erstmal die Kundendienstler. Warum habe ich eigentlich das nie angeklickt? Ich Depp.
Dann kriege ich überhaupt gar keine Zeit. Also, das ist ja Wahnsinn. Gut, ist ja jetzt mal. So, also Kundendienstler, Herstellisten, da hätten wir jetzt eigentlich auch genug. Sicherheitsleute. Okay, belassen wir es mal dabei. Alles klar. Sehr schön. Dann sind wir wieder einen Schritt weiter. Jetzt machen wir Folgendes. Durch das, dass es ja wirklich die letzte Sendung ist vor den Ferien, vor meinem kurzen Urlaub, machen wir noch ein bisschen weiter. Und zwar werden wir uns jetzt hinschmeißen. Machen wir jetzt gleich. Da brauchen wir jetzt gar nicht lang rumtun. Also, ja, doch, machen wir jetzt gleich. Hier bis um 8 in der Früh. Jetzt weiß ich nicht, die Sendung, Mist, da habe ich jetzt eingestellt. So, jede Menge Lieferungen sind eingetroffen und trotzdem haben wir noch 1,3 Millionen haben wir Umsatz gemacht. Das ist ja der Wahnsinn. Obwohl wir so viel eingekauft haben mit neuen Büros und was weiß ich nicht alles. Hat der das neue Büro jetzt schon eingerichtet? Moment, das muss er uns doch eigentlich. Nee, sondern, oder? Doch. Ist abgeschlossen. Ah, oh, Leute, das interessiert mich jetzt schon noch. Sorry. Das würde mich jetzt so brennend interessieren. Da werden wir wahrscheinlich noch einiges machen. Vielleicht können wir dann da praktisch die Sendung beenden in unserem neuen Personalbüro. Hey, gehen wir schnell her. Ach so, Moment, ist das der Roll? Nein, wir fahren mit dem Taxi. Haben wir anders überlegt. Jetzt will ich nicht lang rum da. Mit Roller. So, das ist gewesen, wo? Hier. Okay, hätte man machen können. Ja, geil. Wow. Aber die haben alle nur Standardschreibtische. Boah, das ist ja der Hammer. Ist das geil? Das habe ich noch nie gesehen. Also, es schaut cool aus, oder? Ja, Wahnsinn, ey. Schaut mal mit so Lobby und mit Salatbar. Ja, klar, ein Salatbar immer noch bringen für unsere Leute, sonst noch irgendwas. Das ist ja krass. Kaffeemaschine. Also, es schaut schon super aus, muss ich schon sagen. Dann hoffentlich meckert da keiner rum. Also sie haben alles, was ich nicht finde, ist sechs Reinigungsstationen. Kein Wasseraufbereiter. Kaffeemaschinen, es ist wirklich alles da. Also das ist schon ein geiles Büro, das muss ich schon sagen. Wie viele Leute passen denn da jetzt rein? Ja, das. Wie kann man das jetzt feststellen? Hier. Sechs Reinigungsstationen. So. Ja, jetzt muss man 1, kann man das jetzt irgendwie zählen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Naja, also das kann man nicht zählen. Da scrollt man und dann weiß man nicht, wohin man scrollen soll. Es sind auf alle Fälle jede Menge. Es sind jede Menge Reinigungspersonal. Ja, ein bisschen putzen werden wir dann schon, aber das halten wir mal sehr schwach. Und ob es dann Salat oder Getränkegusen gibt, das muss ich mir noch überlegen. Die Öffnungszeit kann man ja nicht ändern. Die bleibt immer gleich, gell? Genau. Gut, okay. Also das hat sich jetzt wirklich gelohnt. Das war nochmal ein schöner Blick. Box während der Arbeit, glaube ich, Musik braucht man nicht. Ziemlich cool, muss ich echt sagen. Ziemlich cool. Gefällt mir gut. Ja, ihr Lieben, und mit einem ziemlich cool, wir bleiben hier, hätte ich jetzt gesagt, immer ein Chefstuhl, das heißt ja dann da hinten Chef, das ist ja dann praktisch ja meiner, ne? Aber ich kann mich nicht hinsetzen. Es ist zum Verzweifeln. Ich habe einen Bürotisch und kann mich nicht hinsetzen. So schaut's aus. Aber ist okay. Also, macht Freude. Vielen Dank fürs Zuschauen, sagt der DJ Nick. Jetzt, das hat sich wirklich nochmal gelohnt. Wollen wir nur einen kleinen Blick hier ins. Also das Elektrogarment, das bringt auch 46.000. Es ist wirklich ein Wahnsinn. Es sind tolle Umsätze im Moment. Ja, das kostet uns natürlich nur, die laufen ja noch nicht, die Lager, die Läden. Und da machen wir wieder einen wahnsinnigen Sprung nach vorne. Hier.
Diebstahl $1.000. Okay, das müssen wir dann beim nächsten Mal in Ruhe uns mal wieder anschauen, dass wir uns die Läden mal wieder anschauen, wo es noch etwas hakt. So, jetzt ist aber gut. 40 Minuten. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Sendung, damit ihr jetzt die Urlaubszeit von mir ein bisschen überbrücken könnt. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt da Verständnis dafür, dass ich einmal ein paar Tage weg bin. Man braucht ein bisschen Ruhe, ein bisschen auftanken und danach geht es wieder richtig weiter, wie ich am Anfang schon gesagt habe. Trotzdem vielen Dank für ein Abo, für ein Like, wenn euch das gefällt. Und schaut beim nächsten Mal wieder rein. Wir sehen uns dann ja so Ende nächster Woche wieder. Da geht's dann weiter. Vielen, vielen Dank. Danke fürs Zuschauen. Danke für ein Like, ein Abo, habe ich schon gesagt. Bis zum nächsten Mal, sagt der DJ Nick. Bleibt gesund. Servus. Pfiat euch.